Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es wieder ein Du bist, was du liest Video. Ich habe hier schon die Bücher, die ich in den letzten Wochen gelesen habe, schön für euch aufgebaut. Okay, sie sind teilweise falsch. Ich habe in den letzten Wochen so viel gelesen, wie, glaube ich, nie zuvor. Und ich weiß nicht, woher das kam, aber ich war einfach in einem Lauf. Ich hatte Bücher, die ich richtig geliebt habe. Und das hat mir wieder gezeigt, liest Bücher, die du richtig geil findest. Und wenn du ein Buch liest und nicht geil findest, hör auf, weil es gibt genug Bücher da draußen, die man richtig toll finden kann. Ich fange mit dem an, was schon am längsten her ist. Und dann mache ich weiter mit denen, die ich danach gelesen habe. Und dann kommen noch zwei, die ich jetzt lese. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Ja, und hier unten habe ich noch eine cheeky Self-Promotion eingebaut. Los geht's. Das erste Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist Starkes, weiches Herz von Daria Daria. Ich weiß immer nicht, wie man ihren richtigen Namen ausspricht. Madeleine oder wie auch immer. Ich nenne sie Daria Daria. Ich habe mir dieses Buch sehr gewünscht, weil ich ein großer Fan von ihr bin und was sie so macht. Sie ist ja so eine Nachhaltigkeitsinfluencerin, aber auch politisch unterwegs, spirituell, Yoga, hat ein eigenes Modeleben und so weiter und so fort. Also ich finde sie rundum eine tolle Person. Sie wohnt in Wien. I love it. Und ich habe mir dieses Buch dann von meiner Oma gewünscht und meine Oma hat hier so eine süße Widmung reingeschrieben. Wenn meine Oma mir das nicht geschenkt hätte, wäre das wahrscheinlich so ein Buch, was ich direkt verkaufen würde, weil es keins ist, was mir für mein Leben irgendwie noch was gibt. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde leider Gottes, dass sie, also ich wusste schon viel, was hier drin steht, so das ist, wir sind uns wahrscheinlich einfach zu ähnlich und dieses Buch hat mir in dem Sinne nichts gegeben, dass ich nichts Neues dazugelernt habe. Ich finde, es ist sehr auf Beschweren basiert. Also sie beschwert sich immer über Kritik oder so, die sie bekommt und dann entkräftet sie die. Das gibt aber die ganze Zeit, hat man so irgendwie so ein negatives Gefühl. Irgendwann habe ich es nur noch gelesen, um damit fertig zu werden und das war es dann auch. Wo ich Komplimente für machen muss, ist, wie sich das Papier anfühlt, dass sie das alles klimaneutral gemacht hat. Das hat den blauen Engel, das ist recyceltes Papier. Also das finde ich schon ziemlich gut, das kam auch nicht in Plastik oder so. Das finde ich, hat sie gut gemacht, aber sonst kann man sich das Buch ehrlich gesagt sparen. Als nächstes habe ich dann die Kunst des digitalen Lebens gelesen. Wie sie auf News verzichten und die Informationsflut meistern. Vielleicht lese ich erstmal drauf, was hinten vorsteht. Vielleicht, weiß ich nicht, weil das ist das Buch von Rolf de Belli, woraufhin ich aufgehört habe, so viele Nachrichten zu konsumieren und wo die Leute wild geworden sind. Dies ist mein bisher persönlichstes Buch. Ich war ein News-Junkie, aber seit vielen Jahren lebe ich gänzlich ohne News und kann die Auswirkungen dieser Freiheit sehen, spüren und aus erster Hand schildern. Höhere Lebensqualität, klares Denken, wertvollere Einsichten und deutlich mehr Zeit. Verzichten Sie auf News. Sie werden bessere Entscheidungen treffen für Ihr Privatleben und im Beruf. Und das Beste, Sie werden nichts Wichtiges verpassen. Wir sind immer bestens informiert und wissen doch so wenig. Warum? Weil wir ständig News konsumieren. Kleine Häppchen trivialer Geschichten, schreiende Bilder, aufsehenerregende Fakten. Doch News tun uns nicht gut. Sie nebeln unseren Geist, verstellen uns den Blick für das wirklich Wichtige, machen uns depressiv und lähmen unsere Willenskraft. Bestsellerautor Rolf de Belli lebt seit vielen Jahren komplett ohne News und schildert in seinem bisher persönlichsten Buch die beglückende Wirkung dieser Freiheit. Machen Sie es wie er. Klinken Sie sich aus, radikal. Genießen Sie ein Leben mit klarem Denken, wertvollen Einsichten und weniger Nervosität. Sie werden bessere Entscheidungen treffen. Das alles habe ich schon vorgelesen. So, ich habe jetzt hier nur diesen Einschlag, Einband, da ich das Buch erst an meinen Freund verliehen habe. Der hatte das dann fast genauso schnell durch wie ich. Und dann an Luca. Und ich werde das immer weiter verleihen, bis alle Leute das in meinem Umfeld mitbekommen haben, wie viele positive Auswirkungen wirklich der Newsverzicht auf das Leben hat. Ich will nicht so viel auf den Inhalt drauf eingehen. Ich habe da jetzt schon viel drüber geredet und viel Kritik für geerntet. Dieses Buch muss man wahrscheinlich einfach lesen. Es ist so aufgebaut, dass es immer kleine Häppchen sind und kleine Fakten, immer wieder neue Fakten, was News mit uns machen. Und so ist jedes Kapitel aufgebaut. Gar nicht lange, man ist total schnell durch. Am Ende jedes Kapitels gibt es ein Takeaway, wenn ich das Buch wieder habe. Das ist halt das Doofe. Ich hätte euch sonst alle Takeaways mal irgendwie
vorgelesen in meinen Vlogs oder so. Die Takeaways sind ganz, ganz wichtig. Und wenn ich das Buch wieder habe, werde ich die mir auch alle nochmal durchlesen, um wieder zu wissen, warum nochmal. Ja, ich kann, das Buch ist, kriegt von mir 5 von 5 Sternen. Es hat mich erleuchtet. Ich liebe es. Und ich sage es nochmal, es sagt nicht, informier dich gar nicht mehr, sondern es sagt, informier dich aus den richtigen Quellen heraus. Investigative Recherchen, Wochenzeitungen meinetwegen und daraus bestimmte Artikel nur. Experteninterviews, Fachliteratur, Bücher, solche Sachen. Weil ich ihn so geliebt habe, habe ich dann direkt die Kunst des klaren Denkens gelesen. Weil die Bücher habe ich übrigens zu Weihnachten bzw. Geburtstag geschenkt bekommen. Danke, Lina. Danke, Marius. Die Kunst des klaren Denkens, da geht es um 52 Denkfehler, die sie besser anderen überlassen. Genau, wie man das sich denken kann. Hier ist das ähnlich aufgebaut wie das Newsbuch. Immer so ein Bild und dann ein kurzes Kapitel und dann fertig. Also es geht total schnell durchzulesen. Hier geht es um Denkfehler, die wir sozusagen alle in unserem täglichen Leben machen, die wir immer wieder machen, die mit denen wir geboren worden sind, die einfach so Muster sind, die sich eingeschlichen haben und über die wir mal drüber nachdenken sollten. Viele dieser Denkfehler machen wir einfach immer wieder und das ist auch ganz normal. Wenn man, er sagt selber am Ende, er nimmt sich seine Liste Denkfehler vor, wenn er größere Entscheidungen treffen muss. Sonst kann man da vielleicht auch mit zurechtkommen. Aber es ist mal spannend, sich zu ertappen während des Lesens. Oh, das mache ich auch. Oh, das mache ich auch. Oh, das mache ich auch. Kann ich auch eigentlich genauso sehr wie das andere Buch empfehlen. Danach habe ich Komm, ich erzähle dir eine Geschichte gelesen von George Bukay. Das Buch habe ich geschenkt bekommen von einer Zuschauerin und lustigerweise habe ich das Buch auch vor 1-2 Jahren oder so mal meiner Oma geschenkt. Ich frage mich, ob sie es gelesen hat. Es war auf jeden Fall eine viel kleinere Ausgabe so von Fischer, diese kleinen Ausgaben. Wahrscheinlich wäre dieses große hier für sie besser gewesen. Ich wusste da nicht, was es eigentlich ist, denn eigentlich ist dieses Buch wie eine Therapiesitzung. Und George ist sozusagen, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, im Buch heißt er Der Dicke, hat er sich selbst so genannt. Er ist Therapeut sozusagen. Und seine Therapiemethode ist, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und vor allen Dingen mit anhand von Geschichten seinen Klienten ihre Lage näher zu bringen oder zu schildern oder versuchen, mit ihnen einen Ausweg zu finden. Genau, hier gibt es eben immer Leute, die bei ihm zur Therapie sind und dann dreht sich das aber mehr oder weniger um die Geschichte, wo du dann als Leser mitmachen kannst für dein Leben, was du möchtest. Und es ist sehr schön zu lesen gewesen und hat einen auch hier und da inspiriert. Und Geschichten fassen einfach so leicht zusammen, was manchmal schwierige Umstände sind. Und dann hast du so eine Geschichte und das ist so klipp und klar, was gemeint ist und was zu tun ist. Und deswegen war das ein sehr schönes Buch. Also danke nochmal für das Geschenk. Dann kam A Paris. Das hat mir mein Freund geschenkt. Als so herzlichen Glückwunsch zur Printausgabe von Tier in Dir. Und Jean ist so einer, der ich auf Instagram auch folge. Ich glaube, er hat das Buch, die Empfehlung im Zeitmagazin gesehen. Habe ich dann nämlich entdeckt und ich dachte mir so, ah, da hat er den Tipp her. Mit Jean zu den coolsten Frauen der Stadt. Und sie besucht eben Persönlichkeiten in Paris, Pariserinnen und die geben halt zwischendurch auch immer so Tipps auf Pariserinnen machen, was eine Pariserin hört, was sie anzieht, wie sie Party macht, bla bla bla. Und ihr wisst, ich bin immer so ein bisschen Paris-Fan, will selber Pariserin sein. Nach diesem Buch, was jetzt als nächstes kommt, habe ich das dann aber für mich irgendwie so ein bisschen begraben, weil ich es ein bisschen too much finde, wie die alle so ein bisschen auf super individuell und wir sind ganz ab von der Norm und so, so cool machen. War schön zu lesen, ging super schnell, war jetzt nicht wirklich gehaltvoll oder so. Und Bilder waren teilweise total schöne Analogbilder. Und das habe ich von dem ganzen Buch erwartet. Aber dann auch total schlecht qualitative Handybilder. Und da war ich ehrlich gesagt so ein bisschen enttäuscht. So, vom Weiten sieht man das jetzt nicht, aber vom Nahen so diese verpixelten Handybilder. Was suchen die hier drin? Ich wollte schöne Analogbilder. Und dann kriegt man hier so Handy-Dinger. Das fand ich komisch. Und das Lustige ist, in dem anderen Buch, was hier über Paris ist, geht das genauso weiter.
Also ja, sehr schönes Buch und ich freue mich und ich werde natürlich immer an meinen Freund denken. Das ist auch so ein Buch, wenn man mal nach Paris geht, dann holt man sich das nochmal raus, weil hier auch wirklich so Tipps für, keine Ahnung, Secondhand-Läden und sowas drin sind und die Straße und so. Dafür ist das gut. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist kein Must-Have. How to be Parisian, das war auf meiner Wunschliste für dieses Jahr und dann haben mir mehrere Zuschauer geschrieben, dass sie es mir gerne zuschicken wollten und ich so, voll gerne ja. Und da bin ich aber schon stutzig geworden, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn sie das Buch nicht behalten, nochmal, ich bin zum Beispiel so eine Person, ich will eigentlich alle Bücher, die ich liebe, unbedingt behalten. Wenn man ein Buch weggeben will, so wie ich jetzt zum Beispiel Starkes weiches Herz, dann ist das so ein Zeichen von, ist vielleicht nicht ganz so gehaltvoll. Und so war das auch bei How to be Parisian. Im Prinzip war ich da innerhalb von einem Tag durch. Es sind auch wieder, ich dachte auch, es ist, man hat ja Pariser als so mega stilvolle Frau im Kopf, die es voll verstanden haben. Aber hier die Fotos, die ergeben für mich überhaupt keinen Sinn. Die sind irgendwie oberflächlich und plastisch. Ich kann es gar nicht richtig sagen. Die Texte weit weg vom Leben, habe ich das Gefühl. Also kann ich mich gar nicht mit identifizieren, außer mit der einen Seite, wo die mir das zugeschickt hat, auch draufgeschrieben hat, Lieblingsseite, wo es so um die Melancholie geht. Wo ich mir denke, ja, das bin dann wirklich ich. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Es ist ein nicer Read, wenn man jetzt nicht so viel Input haben will. Aber sonst, auch wieder, ich glaube, hier hinten sind Tipps drin. Genau. Vintage-Fundgrube, wo man essen gehen kann, eine lange Nacht, bla bla bla. Mit Adressen, das finde ich gut. Zumal eigentlich mein Plan war, diesen Sommer nach Paris auch zu fahren. Mal sehen, wie weit sich das lohnen wird. Aber ansonsten, I don't know. Ich finde, habe jetzt für mich verstanden, es bringt nichts irgendwie so nachzumachen, wie andere leben irgendwie. Weil so wie die leben, will ich gar nicht leben. Dieses dauernde irgendwie sich verstellen und so einen auf cool machen und feiern und trinken. Nee, ich finde es irgendwie unecht. Ja, das waren schon die Bücher, die ich gelesen habe. Jetzt noch zwei, die ich noch lesen werde. Wenn ihr meine Vlogs guckt, habt ihr es vielleicht schon gesehen. Einmal Katja Lewina, Sie hat Bock, wo es so um Sexualität und offene Beziehungen geht. Bin ich schon gut dabei auf jeden Fall. Ich liebe auch, dass das so ein Bändel hat. Bin ich schon gut dabei und finde es bis jetzt richtig gut. Danach dann Elizabeth Gilbert, City of Girls. Geht es um Girls in New York 1940. Ja, so Showgirls, Writers. Und die erzählt dann sozusagen ihre Geschichte, schätze ich. Bin ich auch richtig gespannt drauf. Und das allerletzte darf ich natürlich nicht vergessen zu zeigen. Ich hoffe, ihr lest alle ganz bald oder habt sie jetzt bald erhalten. Die T&D. Und selbst da lese ich noch drin und entdecke neue Sachen. Und bin ganz hin und weg davon, was wir da irgendwie geschaffen haben. Also danke für euren ganzen Support und dass wir das auf die Beine stellen konnten. Ja, meine Lieben, das war's mit meinem kurzen und knackigen Du bist, was du liest Video. Ich hoffe, vielleicht konnte ich euch mit ein paar Büchern von denen, die ich vorgestellt habe, inspirieren. Und ihr habt irgendwie gute Hinweise bekommen. Wie gesagt, so am meisten würde ich euch jetzt empfehlen, die Kunst des digitalen Lebens, die Kunst des klaren Denkens. Sie hat Bock auf jeden Fall. Zu dem kann ich ja auch nichts sagen. Komm, ich erzähle dir eine Geschichte, ist auch schön, wenn ihr so ein bisschen mit mentaler Gesundheit und mentalen Problemen zu kämpfen habt. Vielen Dank fürs Zuschauen ansonsten und wir sehen uns im nächsten Video oder hören uns Podcast, wo auch immer oder auf Instagram. Und ich sage Tschüss.